Peace Leute, Broti ist back und heute kommt für euch ein neues Video von mir. Und ja Leute, leider hat mein letztes Video die 6 Likes oder mehr nicht erreicht. Und deswegen, ja, kommt das Video erst jetzt nachmittags, weil ihr habt mich nicht genug dazu motiviert, das Video heute 10 oder 11 Uhr zu machen. Ja, und deswegen, ja, weil es die Likes nicht erreicht hat, kommt es heute, ja, erst 14 Uhr oder so, ne? Aber nichtsdestotrotz, heute ein neues Video für euch. Ja, und heute werde ich für euch 2 Suppenvarianten probieren, weil mir aufgefallen ist, dass ich schon sehr lange kein neues Suppenvideo gemacht habe. So Energy-Suppe und so weiter, ne? Ihr wisst Bescheid, Leute, ich blätter euch mal einen Link unten ein von meinen letzten Suppen. Ja, gönnt euch die beiden Links dann. Und zwar, was brauchen wir für die Suppe? Würde ich sagen, aus der Herstellung. Lecker. Also was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür ganz klassisch, Leute. Energy Pump, Leute. Ihr kennt es, dieses Eigenmarke hier, ne? Genau, XL Energy. Wir brauchen Energy Getränk. Warm, Leute. Wir werden 2 Varianten machen, deswegen werden wir das vielleicht so teilen. So, eine Hälfte für die andere, eine Hälfte für die andere Suppe. Dann werde ich dafür diesen Presso nehmen. Von dem Presso ist jetzt auch nicht so viel übrig geblieben. Dann brauchen wir dafür in die eine Suppe, werden wir diese Schaschlik-Soße reinmachen. Ja, Leute, jetzt seht es richtig. Leute, wir haben diese Schaschlik-Soße, dann in die eine Suppe reinmachen. Und diese, ja, Heimisch, oder wie es auch immer heißt, genau, davon werden wir, das sind diese Senfgurken. So, Leute, seht es warm, das sind diese Senfgurken. Und von diesen Senfgurken werden wir dieses Senfgurkenwasser reinmachen. Ich überlege gerade, ihr seht, warm, Leute, ihr seht diese Körner. Soll ich diese Körner da auch noch mit reinmachen oder nicht? Weiß ich gar nicht. Ich überlege es mir dann noch. Genau, ne? Also das sind auf jeden Fall die Zutaten für eure und für meine heutige Suppe. Ich sage, auch zur Herstellung. Lego. Also wie machen wir das Ganze? Und zwar denke ich, dass wir als erstes vielleicht einfach mal ein Energy reinknallen werden, als Hauptzutat. Boah, Leute, immer dieses Klacken und so, ne? Mein Lieblingsklacken, ihr wisst Bescheid, Leute. Ohne Energy kann ich nicht leben, vor euch aber nennen. Lecker. Naja, nicht so lecker wie Monster Energy, aber ja, Energy ist Energy, ne? Da kann man ja nichts gegen sagen. Ihr wisst Bescheid, Leute. So, als erstes vielleicht einfach die Hälfte rein. Ja, und da die Dose nicht durchsichtig ist, müsste ich das jetzt vielleicht abschätzen. So. Ich denke, das reicht so, ja. Ich will ja nicht, dass die Suppe uns hier noch irgendwann mal überläuft hier, ne? Das wollen wir ja nicht. Dann machen wir von diesem Presso rein als zweite Hauptzutat. So Leute, ihr seht es schon, ganz wenig Presso vorhanden, deswegen nehmen wir hier die Hälfte für. So, und dann dieses Presso machen wir einfach in den Energy rein. Und diese Konsistenz kenne ich schon von irgendwoher. Diese sieht aus wie ein richtiger Scheiß, ja, sieht aus wie ein richtiger Scheißbrocken. Genau, und diese Scheißbrocken ist meins. Boah, das sieht richtig eklig aus, ihr wisst Bescheid, Leute. Aber wenn man es umrührt, dann sind die bald nicht mehr da, ne? Woran lag das eigentlich, dass ich die 6 Likes nicht erreicht habe? Weil 6 Likes wären ja für euch alle ja ziemlich einfach gewesen. Und das sind ja nur 5 statt 6 Likes gewesen, ne? Also macht ein bisschen was mehr aus eurer Motivation. Ich will mehr Motivation von euch sehen. Und ihr seht, Leute, ne? es bringt für euch nichts, ne? Weniger Likes zu geben, als ich euch sage, ne? Also, das ist jetzt meine Ansage an die Community. Meine kritische Ansage an die Community. Macht mehr aus eurer Motivation. Macht mehr draus, weil ihr seht, Leute, da kommt kein Video, wenn die Likes nicht erreicht werden. Im Endeffekt war es so, ne, ich bin 9 Uhr aufgestanden. Also 9 Uhr bin ich aufgewacht, ja. Da habe ich gecheckt, ne, wie viele Likes mein Video erhalten hat. Und da habe ich gesehen, es waren schon, glaube ich, so 4 oder 5 Likes, ne. Genau, ne, und nach 9 Uhr bin ich ja schon wieder eingeschlafen, bin dann erst 13 Uhr wieder aufgewacht und hätte das Video schon deutlich über 6 Likes bekommen, ne, da hätte ich sofort ein neues Video gemacht. Ja, hätte ich mich viel mehr motiviert, so, das ist nochmal ein bisschen in die andere Richtung.
Wer von euch ist heute überhaupt zur Schule gegangen? Schreibt mir mal das in die Kommentare. Keine Angst, Leute, ich werde mich nicht verpfeifen. Ich bin ja ein ganz netter, ihr wisst Bescheid, Leute. Es gibt ja, ich kenne ja die Tendenz, ne, dass immer weniger Leute zur Schule gehen. Wisst ihr eigentlich auch warum? Weil die einfach alles wissen aus der heutigen Medienwelt und so, ne? Die ganzen Massenmedien, ne? Daraus kann man auch viel lernen. Und das bringt einen Anlass, den Schülern nicht zur Schule zu gehen, aber wie gesagt, Leute, das sehe ich mit ein, ne? Also ich bin auch damals nicht gern zur Schule gegangen, aber habe trotzdem mein Abi geschafft. Ich Skiller, ne? So, und dann machen wir mit dieser Schaschliksoße oder machen wir mit dem Gurkenwasser? Ja, Leute, wisst ihr was? Wir machen mit dem Gurkenwasser weiter. Na, weil die Schaschliksoße, die klingt so ein bisschen interessanter, deswegen machen wir die am Ende. So, Leute, aber Leute, könnt euch die ganzen Gewürzgurken, die ich mir gegönnt habe, und von den Gewürzgurken kommt so. So. Aber Leute, ich weiß ja jetzt nicht, Leute, ihr habt es gesehen, ne? Das Gurkenwasser ist drin. Jetzt nochmal umrühren. Ich weiß jetzt nicht, wie groß das Verhältnis war, aber ich denke mal, das war so etwa 30 zu 70%. 30% Gurkenwasser, 70% Suppe. Und am Ende werde ich dann alles nochmal schön in die Mikrowelle stellen, weil damit ich so ein schönes, warmes Süppchen habe. Leute, die Suppe riecht so ein bisschen gerade nach Kartoffeln. Ich weiß nicht warum, so nach Erbsen. Riecht so ein bisschen nach Erbsensuppe. Obwohl ich da keine Erbsen reingemacht habe, ist schon ein bisschen merkwürdig. Wirklich. Da Leute, auf alles, das riecht nach Erbsensuppe. Okay, habe ich jetzt nicht damit gerechnet, aber ich schau mal, was der Geschmack sagt. So, Leute, warm. Jetzt werde ich die Suppe nochmal schön in der Mikrowelle erwärmen. Und ich sage, wir sehen uns gleich. Haut rein, Leute. Bis dahin. Peace, Leute. Und zwar, die Suppe ist erwärmt, Leute. Und ja, ich grüße jetzt nochmal schnell um. Boah, Leute, und jetzt wird er langsam fruchtiger, der Geschmack. Also der Geruch wird jetzt langsam fruchtiger. Die Suppe ist echt interessant. Kann echt interessant werden. Also fruchtig, denke ich, jetzt wegen den Vitaminen im Energy. Die Soup is ready. Oh, ich muss aufpassen, damit mir hier nicht die ganze Suppe ausweicht. So, damit die Suppe ja noch schön cremig wird. Ich denke, so, ich würde sagen, Leute, das reicht. Die Suppe ist mir cremig genug. Und ja, da würde ich einfach mal sagen. So, Leute, ihr seht es, die Suppe ist ready. So, Leute, bam. Die Suppe ist ready. Und da würde ich einfach sagen, nehmen wir einen Löffel. So, einen Löffel von dieser Energy Gurkenwasser Pressosuppe. Ja, dann würde ich sagen, euch Abonnenten, lecker. Boah, Leute, nee, sorry, Leute, das hat nichts mit der Suppe zu tun. Ich habe mich ein bisschen verschluckt. Okay, noch einmal. Boah, aber die Suppe war lecker. Alter, Leute, schmeckt die krass. Leute, ihr werdet es mir nicht glauben. Diese Suppe schmeckt nach Fruchtzwerge. Leute, nochmal. Safe, Leute. Leute, diese Suppe schmeckt nach Fruchtzwerge. Wie kann das sein? Leute, wie kann das sein, dass diese Suppe nach Fruchtzwerge schmeckt? So, Leute, erst raucht diese Suppe nach Erbsensuppe, ja? Und jetzt probiere ich die Suppe und jetzt schmeckt sie nach Fruchtzwerge. Das ist ja eine richtig krasse Suppe. So eine richtig krasse Magic-Suppe ist das. Geil, Leute, das schmeckt einfach nur nach Fruchtzwerge. So ein bisschen
bisschen Joghurt im Abgang, so Joghurt im Abgang. Und dazu, man schmeckt so ein bisschen diese Säure vom Gurkenwasser. Also diese, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, so was Prickelndes. Ihr habt sowas Prickelndes. Ich glaube, dass diese Säure im Gurkenwasser. Und dann ja, diese Zitronensäure, diese Fruchtigkeit vom Energy. Ja, und dieser Bressone, der macht diese Suppe noch so ein bisschen noch cremiger. Boah, Leute, ich könnte die Suppe echt jeden Tag essen, Mann. Alter, schmeckt die Suppe geil. Leute, ihr werdet es mir nicht glauben, aber diese Suppe schmeckt einfach nur richtig, 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 richtig heftig geil. So richtig, ich finde sogar das Krasseste ist nicht mal, dass sie lecker schmeckt, ne? Das Krasseste ist, dass sie einfach nach Fruchtzwerge schmeckt. Wie geht denn das, Mann? So, ich habe da nichts wirklich Süßes reingemacht. Also, naja, das Einzige, was ich da süß reingemacht habe, ist dieser Energy, ne? Aber Leute, diese Suppe schmeckt einfach nach Fruchtzwerg. Ich kann es immer noch nicht glauben, Mann. Leute, an dieser Suppe gibt es nichts zu meckern, Leute. Die schmeckt einfach nur unnormal heftig lecker. Also, wenn ich da eine Punktzahl vergeben würde, Leute, ich kann da überhaupt nichts Schlechtes sagen. Die Suppe hat diese, durch diese Senfgurkenwasser hat diese Suppe so eine Säure, so eine Würzigkeit. Und ja, konsistenzmäßig ist das auch richtig geil, ne? So dieser Bressone, dieser Frischkäse, ne? Er macht diese Suppe ein bisschen dickflüssiger, so. Boah, konsistenzmäßig und geschmacklich kann ich da echt nichts aussetzen, Mann. Erst recht nicht, wenn die Suppe nach Fruchtzwerge schmeckt. Hallo Leute, das schmeckt ja richtig geil. Fruchtzwerge schmecken ja richtig nice, Leute, ihr wisst ja Bescheid. Also wenn ich da echt eine Punktzahl geben würde, dann würde ich da echt eine richtig gute 10 von 10 Punkte geben. Also da würde ich auf jeden Fall eine volle Punktzahl geben, Leute. Da kann ich echt nichts aussetzen. Ja, also dieses Gericht hat auf jeden Fall richtig, richtig geile 10 von 10 Punkte verdient. Leute, ich wollte schon sagen abonniert. Leute, kombiniert die Suppe so, wie ich es gemacht habe, Leute. So die Hälfte Energy, ein bisschen Gurkenwasser, 30-70% und Presso. So ein bisschen, ein Esslöffel. Leute, kombiniert das und probiert's, Leute. Das wird richtig, richtig lecker schmecken. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der zweiten Variante. Ja, also ich habe jetzt die Suppe, ich habe da jetzt Energy mit diesem Presso gemacht. Also das hier sozusagen sind die Grundzutaten. Jetzt kommen noch diese, Leute, ihr seht das, diese spezielle Zutat. Bam, Leute. Einfach keine halben Sachen hier. Leute, könnt euch einfach, wie groß diese Öffnung ist. Ist einfach so fast so groß wie, na, ist ja einfach fast so groß wie diese Ding selbst. Wie der Flaschenhals selbst. Oh, ist ja ganz schön flüssig. Okay, und da machen wir jetzt nicht so viel rein, weil ich möchte ja jetzt nicht, dass das so dominiert. So, Leute, bam, ihr seht es, Leute. Einfach nur Soße rein. So, bam. Schachtelsoße ist drin. Und jetzt heißt es nochmal sehr lange umrühren. Vielleicht könnte jetzt die Suppe jetzt sogar dunkler werden, weil ihr habt ja gesehen, die Soße, die hat so eine dunkle Farbe, ne? So eine rote Soße. Vielleicht wird jetzt auch die Suppe dadurch dunkler. Wer weiß. Umrühren, umrühren. Das dauert immer so lange mit diesem Umrühren, weil, ja, ich will ja, dass da auch keine Brocken bleiben und so, ne? Und deswegen muss man auch genau ziemlich lange umrühren. Wenn ihr alles schön verrührt ist, das dauert immer bei Suppen ziemlich lange. Diejenigen, die unter euch Suppen machen. Okay, Leute, da ist keine Soße mehr drin. So Leute, ihr seht es, warm, Leute. Da ist einfach, diese Soße ist komplett aufgelöst in der, ja, in der Suppe. Ist diese Schaschlik-Soße komplett aufgelöst. So, ihr seht es, Leute, warm. Naja, so ein bisschen, aber ich denke mal, sollte ja jetzt nicht allzu schlimm sein. So, diese Suppe werden wir jetzt, wie auch schon die erste Variante, in die Mikrowelle stellen. Ich sage, wir sehen uns. Bis dahin. Ich habe eigentlich Toast dazu gemacht, aber irgendwie bin ich nicht zum Toast gekommen. Leider. Immer schön Toast mit Suppe essen, das ist eigentlich besser als nur Suppe zu essen. Wer von euch isst Toast mit Suppe, schreibt mir mal das in die Kommentare. Oder isst ihr lieber so Suppe separat und dann Toast mit Beef, Toast mit gemischtem Gemüse und Salat und so. Wie mögt ihr es mehr? Schreibt mir mal das in die Kommentare. So, warm, Leute, ich denke mal, das sollte reichen. Ja. So, ich denke mal, das sollte reichen.
Suppe ist genug. Ja, Suppe ist genau. Suppe ist genug umgerührt. Und dann würde ich sagen, nehmen wir so einen kleinen Löffel. Erstmal testen, ob sie kalt genug ist, um zu probieren. Jawohl, das ist sie. Also ich habe jetzt nicht wirklich den Geschmack rausgespürt. Aber die ist auf jeden Fall warm genug und kalt genug zu probieren und warm genug, um das doch gültig zu machen. Ja, und da würde ich sagen, ja, Räucherbonenten, lecker. Ja. Die Suppe, die schmeckt intensiver nach Energy. Das ist interessant. Geschmeckt man nicht diesen Fruchtzwerge, nicht mehr diesen süßen Fruchtzwerge-Geschmack raus, sondern hier schmeckt man mehr diese herzhafte Soße und diesen Energy schmeckt man hier am besten raus. Also die Suppe ist so ein bisschen, im Vergleich zur ersten Suppe, ist diese Suppe ein bisschen würziger, herzhafter. Okay, die Suppe ist auf jeden Fall nicht schlecht, also die kann man auf jeden Fall essen, aber ich weiß nicht, diese Suppe ist mir doch schon ein ganz klein wenig zu würzig. Also auf jeden Fall ist die Suppe würziger und ja, naja, ich sag so, an euch Abonnenten, wer es besonders würzig macht, der macht die zweite Variante. Und die Leute, die unter euch eher milde Suppen mögen, die nehmen lieber die erste Variante. Genau, weil die Suppe ist doch schon sehr würzig. Also viel, viel zu würzig würde ich jetzt nicht sagen, aber die Suppe ist schon relativ würzig. Und ja, naja, ich sag so, auf jeden Fall konsistenzmäßig und geschmacklich passt das relativ gut. Also konsistenzmäßig passt die Suppe sehr gut, weil ja, die Suppe ist sehr, die ist dickflüssiger als die erste Suppe. Und deswegen passt sie konsistenzmäßig sogar noch besser, schmeckt sie konsistenzmäßig noch besser. Also wer von euch dickflüssige Suppen mag. Ich mag dickflüssige Suppen mehr als dünnflüssige, deswegen sage ich, dass sie besser schmeckt konsistenzmäßig, weil sie dickflüssiger ist, so, ne? Aber geschmacklich ist sie mir dann doch ein bisschen zu würzig. Wenn ich doppelte Punktzahlen vergeben würde, so konsistenzmäßig und geschmacklich, da würde ich sagen, konsistenzmäßig 8 Punkte, geschmacklich 6 Punkte. Und die Punkte zusammen ergeben eine gute 7 Punkte. Und diese Punktzahl würde ich auch dieser Suppe vergeben wollen. Also diese Suppe hat wirklich, ja, gute 7 Punkte von 10 Punkte verdient. Weil sie halt geschmeckt hat und ja, die kann man essen, aber ist jetzt auch keine Geschmacksexplosion und keine, nichts Neues, keine Überraschung und so, ne? Und ja, da würde ich sagen, ja, 7 von 10 möglichen Punkten gebe ich dieser Essenskombination, dieser Suppe. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim Outro. So, also Leute, das war's mit dem Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Abonniert meine Fan-Website auf Instagram. Abonniert auch meine private Website. Und ja, da würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute. Peace.